Guten Morgen, guten Tag, ich grüße euch, ihr Lieben. Wir haben schon ganz spät, es tut mir später zugenommen heute, wir haben schon 12.39 Uhr. Aber es ist wieder viel passiert und viel hin und her und dödelödö. Und ja, deswegen wollte ich euch wenigstens eine Kurzfassung erzählen von dem, was bis jetzt alles passiert ist und was noch passieren wird. Erzähle ich euch dann später. Ja, ihr wisst, wir haben Besuch und das sind sehr nette Menschen. Nur wenn die dann halt da sind, dann möchte ich halt nicht die Kamera in die Hand nehmen, weil das halt doof aussieht. Ich denke, man kann das verstehen. Und die bleiben mit noch ein bisschen länger, was ja schön ist. Das freut uns sehr. Und deswegen wollte ich nur mal kurz so ein bisschen berichten, was so Spannendes passiert ist. Ich habe eine Holzlieferung bekommen. Sind noch sehr pünktlich gewesen. Knapp 140 Euro haben wir dafür bezahlt. Das muss ich dann noch aufschreiben. Und fehlt das bei der Abrechnung. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ja, das schreibe ich dann mal auf. Genau. Meine lustige Liste mit den Wochenausgaben, damit wir da euch auch ein bisschen so up to date halten können. Wir haben es ja früher immer gemacht mit den Monatsausgaben. Und haben wir uns dann ein bisschen auf Reisen einschlafen lassen und viele haben gefragt, was kostet das da, was kostet das da, und das war halt immer sehr interessant, überall auf der Welt zu sehen, was das überall kostet. Und deswegen haben wir das wieder eingeführt letztes Mal, jetzt machen wir das auch weiter. Jedenfalls im Teil, wo wir in Ungarn, Österreich, Deutschland sind. Österreich, Deutschland sind wir ja kaum. Noch irgendwann mal jetzt die nächste Zeit, wo wir nach einer Woche hin oder so mal schauen. Ist aber auch noch nicht sicher aus. Heute hätten wir fast geplant, dass wir morgen schon weiterfahren. Einfach weil das Wetter hier ankotzt, da ist am Regnen, dann ist keine Sonne, da ist wieder Regen und sehr nass und sehr uselig. Und ja, wenn man halt Juli hat, kotzt halt tierisch an. Aber jetzt haben wir gesagt, nein, wir bleiben jetzt so ein bisschen hier. Haben wir noch Besuch hier schön. Das ist sehr gesellig, heute Abend wollen wir Pizza bestellen. Und ja, mal gucken, was dann noch so die nächsten Tage passiert. Geplant ist aber, dass wir betonieren wollten in den nächsten Tagen. Am Samstag oder am Freitag kommt der Verputzer, will uns hier sagen, was halt weitergeht, wann er das machen kann, und einen Termin abstimmen. Und ja, müssen wir mal gucken. Und ja, den Stahl zum Betonieren habe ich auch schon geholt heute. Ich war nämlich kurz in der Stadt, musste was erledigen, und dann habe ich auch gleich den Beton mit diesen Stahl mitgenommen. Habe ich 55 Euro habe ich dafür bezahlt, doppelt so viel wie letztes Mal. Letztes Mal habe ich knapp unter 30 bezahlt, logischerweise. Habe ich schon mal hingelegt. Den Zaun habe ich auch schon ein bisschen höher gebaut. Nur zwei Latten hingemacht wegen dem Etti. Der springt da mal drüber wie so ein Dressurpferd. Und deswegen habe ich da nur eben zwei dran gemacht. Das andere Holz habe ich alles weggepackt, eingelagert, damit sich nass wird bei dem Scheißwetter. Ja. Und die Mama hat gekocht. Der Besuch hat sie gerade zurückgezogen. Wir machen jetzt alle so ein kleines Päuschen. Und eigentlich wollte ich heute nicht vloggen, aber ich habe mir gesagt, komm. Ganz ohne ist echt ungewohnt. Und wollte ich euch wenigstens ein Stück mitnehmen noch heute. Und berichten. Ja. Die Kinder sind draußen. Vielleicht trinken wir noch ein Käffchen. Heute Abend, wie gesagt, wird zusammen Pizza gegessen. Morgen fahren wir auch nochmal in die Stadt, ein paar Kleinigkeiten noch holen. Nächste Woche wollten wir dann doch weiter reisen. Wissen aber nicht genau wann. Der grobe Plan ist halt Kroatien, dann über Österreich nach Deutschland. Vielleicht wird es aber auch eine Woche später. Das machen wir alles wetterabhängig. Hier ist halt so ein Kuddelmuddel, guckst auf die Wetter-App. Ist morgen Regen angesagt, die nächsten 7 Tage. Dann guckst du eine Stunde später oder 2 Stunden, da ist halt Sonnenschein. Da ist halt so völlig Banane und Wirsch und... Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls fahren wir morgen in die Stadt, wollen Einkäufe machen für eine Woche. Wir leben ja immer noch, von den Einkäufen von letzter Woche. Wir machen halt viele Resteverwertungen. Jetzt haben wir heute vegane Tortellinis gemacht. Die hatten wir uns geholt in Österreich mit einer leckeren Soße, die wir mal gezaubert. Für morgen, übermorgen haben wir auch noch was auf dem Plan. Mal die Dunstabzugshaube aus. Und zwar für morgen gibt es dann Brokkoli-Curry. Ja, mit Reis. Da haben wir ja noch Brokkoli eingefroren gehabt und auch Bohnen haben wir eingefroren noch gehabt. Und dann müssen wir auch so langsam aufbrauchen, wenn es bald in die Türkei geht. Irgendwann machen wir ja wieder alles aus. Auch den Kühlschrank, soll er 3 Monate rennen für nix.
Die Mama wollte heute, glaube ich, noch einen Sauerteig anziehen, damit sie wieder backen kann, lecker Brot. Da haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Einmal wollte sie noch backen oder zweimal volle Türkei. Ja, was machen wir heute sonst noch so? Ansonsten wird doch nicht viel passieren, glaube ich. Ich fahre gleich, wie gesagt, mit den Kindern und dem einen von unserem Besuch. Den Namen möchte ich jetzt, sage ich jetzt einfach nicht. Fahren wir Pizza bestellen, dann bleiben wir, trinken uns noch ein Käffchen oder ein Bier, mal gucken, alkoholfrei ist, dann warten wir auf die Pizza. Ist so drei Dörfer weiter, die machen echt super geile Pizza, da fahren wir gleich hin in der Zeit, wo Mama hier Sport machen und das in Sauerteig anziehen. Ja, das Baby schläft noch von denen, jung, kleines Baby noch mit dabei, das macht gerade zweite Mittagsschläfchen. Und ja, ansonsten wird das, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Dann Essen noch zusammen, klönen noch ein bisschen. Und irgendwas habe ich auch in den Knochen. Seit ein paar Tagen, gestern Morgen hatte ich Halsschmerzen gehabt. Jetzt hat der Hals weh und so Gliederschmerzen, so irgendwie so schwere Knochen. Und gestern auch um 9 Uhr im Bett gewesen, habe geschlafen und ja, ist halt so im Alter. Nein, irgendwie weiß ich auch nicht. Der Hund fing damit an mit Rotzerei. Dann haben wir einen Schnoddernäschen gehabt. Bei mir fing das an, die Mama auch ein bisschen am Schnoddern und am Schwächeln, aber alles im grünen Bereich. So auf einer Krankheitsskala von 1 bis 10, wo 10 ganz schlimm ist, so würde es bei mir so mit einer 2 einstufen. Also ein bisschen, ne? Kacke, aber alles noch im grünen Lotbereich. Ja, so sieht's aus bei uns. Mistwetter, können nicht viel machen. Es macht keinen Spaß draußen irgendwas zu machen. Eigentlich wollten wir gestern auch ein Lagerfeuer machen, so ein One-Pot-Gericht halt wieder über unseren Kessel schön. Mit Kartoffeln, Linsen, Gemüse. Aber aufgrund des Usselwetters haben wir uns dagegen entschieden. Naja, kann man nichts machen. Ne? Ist halt wie es ist. Am Wetter können wir nichts drehen und da ist auch ganz gut so. Sonst würden wir uns auch noch die Köpfe einhauen. Ja, die Einkaufsliste ist geschrieben. Guck mal kurz, was die Heizung hat. 10 Grad eingestellt, die Heizung. 22 Grad. Also es ist schon sehr warm draußen, aber auch sehr feucht und ne. Ja, nicht schön, nicht so schön, wie ich es mir auch hoffe. Ich hoffe, dass wir in der Türkei irgendwann oder in Deutschland mit ein besseres Wetter haben. Aber wir haben schon Juli und wir haben noch nicht wirklich so mal so eine längere Hitzeperiode gehabt. Naja, das Schlimme ist bei diesem Wetter, so nass, warm, das wächst alles wie Kacke hier, das Unkraut, alles, und Gras und Kräuter und alles und ach, nicht schön. Aber naja, können sie ändern, ne? So, ich gehe jetzt mal aufs Klöchen, dann mache ich mir auch ein bisschen was zu futtern und dann würde ich mich gleich nochmal reinmelden. Nachher erzähle ich euch noch einen Schwank aus meiner Jugend. Nein, will ich auch nicht langweilen mit. War schon zu lange her, da weiß ich nicht mehr von mit meinen 40 Jahren. Ich habe bald Geburtstag diesen Monat. Der Etty hat am Freitag Geburtstag, heute ist Dienstag. Wenn ihr das seht, morgen. Ihr seht das Video am Donnerstag und dann einen Tag später hat der Etty Ochsenfrosch Geburtstag. Da müssen wir auch noch was für Etty kaufen. Schreiben wir mal auf die Liste auf hier. Etty. Geschenk. Mal gucken. Ja, Speckboden, Kartoffeln machen wir auch noch mit meiner Soße. Ja, Cashewnüsse brauchen wir, Kokosmilch, Zwiebeln, aber meist haben wir noch Knoblauch-TK. Da sind wir echt voll geworden mit dem frischen Knoblauch, den haben wir mal gestückelt und tiefgefroren. Aber naja, mal gucken. So, wie gesagt, Pipi wollte ich jetzt gehen, da gehe ich aber alleine, ohne euch. Und dann melde ich mich gleich wieder rein. So, ihr Lieben, ja, Pizza war da. Herrliche Schmaus und jetzt sitzen wir noch ein bisschen zusammen, Stündchen, und es wird tatsächlich nicht mehr viel passieren, deswegen wird es auch heute, glaube ich, ein eher kurzer Vlog. Ja, das Wetter ist auch so lala, mal regnet es mal nicht. Wir hatten gerade das große Glück, dass wir eine halbe Stunde, Stunde jetzt draußen sitzen durften und essen durften, und ja, jetzt haben wir ein bisschen Stadtland Vollpfosten gespielt, das kennt man auch nicht. Das hatten unsere Bekannten, die hier zu Gast sind, mitgebracht. Das haben wir jetzt ein bisschen gespielt und danach haben wir gegessen. Und ja, morgen fahren wir in die Stadt, ein bisschen einkaufen. Dann wird die Mama euch wieder haulen, schön, glaube ich. Ich werde euch zeigen, was wir alles holen für eine Woche. Müssen wir noch die Liste weiterschreiben.
Und dann denke ich mal, um 18, 18:30 wird die Maus auch sich betten. Dann werden wir auch noch uns waschen. Ich glaube, in die Wanne gehe ich gleich mit der kleinen Maus. Und dann Wasser so vor uns heute. Ja, irgendwas habe ich in den Knochen. Ein bisschen platt fühle ich mich wieder. Aber alles im grünen Bereich. Unkraut vergeht nicht. Ja, morgen werde ich die Verschalung bauen für unseren Tritt und für unser, sag mal schnell, für unsere Stufe vorne, für die Terrasse. Das wollten wir die Tage betonieren. Dann werde ich das in Betonstahl verknoten, flexen, machen, werden wir euch ein bisschen mit. Und ja, einkaufen wollen wir auch noch zwischendurch. Um die Mittagszeit wollten wir fahren. Und ja, ansonsten war es das eigentlich für heute. Jetzt gibt es nichts Neues. Nichts zu erzählen. Ja, wie gesagt, tut mir leid, kurzer Vlog, haben wir auch nicht viel erlebt. Wir haben ein bisschen gesessen und gespielt, gelacht und getanzt. Ne, haben nicht getanzt, ein bisschen gelacht. Aber auch ist nicht wirklich viel gemacht. Aber morgen geht es wieder ein bisschen mehr los. Nehme ich euch mit in die Stadt. Mal gucken, was wir alles kriegen. Die Einkaufsliste müssen wir dann noch schreiben. Die ist einfach auf den Tisch gesprungen, hat die Pizza geläfzt vom Besuch. Er ist so ein unverbesserlicher Ochsenfrosch. Aber sagte, wenn die so geil und saftig da liegt, dann muss er einfach mal zubeißen. Naja, ihr kennt ihn ja. Er ist, wie er ist. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Mitkommen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch morgen wieder begrüßen darf in alter Frische. Ich wünsche euch gleich viel Spaß bei der Michaela. Auch bei der Michaela Fit, könnt ihr mal reinschauen, bei ihr ist ja ein neuer Kanal. Und ja, passt auf euch auf, ihr Lieben. Bis morgen mal. Tschüss.